die OPEC hat ja jetzt, glaube ich, zum dritten oder vierten oder fünften Mal hintereinander die Preise erhöht. Wäre das in Ihrem Sinne? Nein, die Preise müssten steigen, aber nicht nur zwei, dreimal, sondern dauernd. Die Preise, nur wenn die Preise die real gesehen, gemessen an unserem, mehr als unser Einkommen steigen, ne? Gemessen an unserem Einkommen die Preise dauernd steigen, das wäre eine Maßnahme, die dazu führt, dass auf der Welt alle sich Gedanken machen. Alle viel mehr Gedanken machen. Nur das können wir doch politisch nur durchsetzen, wenn wir sowohl den armen Entwicklungsländern massiv unter die Arme greifen, als auch den armen Menschen bei uns massiv unter die Arme greifen. Denn sonst läuft es darauf hinaus, dass die Armen 10-mal so viel gemessen an ihrem Einkommen wieder oder 100-mal oder 1000-mal so viel bezahlen wie ein Reicher. Der Reiche fährt mal einmal weniger übers Mittelmeer mit seiner Yacht und die Armen hier, die frieren im Winter. Das kann nicht sein. Und das ist der entscheidende Punkt. Es geht nur mit massiver Umverteilung. Nur dann kann man wirklich rechtfertigen, dass man sagt, wir verbrauchen weiter Öl, aber in einem abnehmenden Maße. Und wir haben eine Anreizwirkung, Öl einzusparen. Wenn ich das nicht tue, dann läuft es darauf hinaus zu sagen, ein paar Irre in Westeuropa versuchen mit Gewalt ein bisschen Öl einzusparen. Und der Rest der Welt kümmert sich einen feuchten Kehricht darum. Ja, wir haben vorhin vor dem Gespräch jetzt kurz das Thema Handel, internationaler Handel, Freihandel gestreift. Sie haben vorhin gesagt, habe ich es richtig in Erinnerung, den gäbe es überhaupt gar nicht. Ja, das ist eines weil der, das ist so eine heilige Kuh. Der große. Eines der großen Themen meines neuen Buches, das im nächsten Frühjahr erscheint. Eine wunderbare Brücke geschaffen. Ja. Das im nächsten Frühjahr erscheinen soll. Ja, in der Tat, ich habe es in unserem letzten Interview schon mal gesagt, der internationale Handel ist vielleicht das größte Tabu, was wir überhaupt haben. Denn alle Ökonomen wachsen mit der genialen Idee auf, dass Freihandel für alle gut ist. Ne? Freihandel ist für alle gut, weil am Ende auch die Armen eine Nische finden, in der sie exportieren können und gut überleben können. Dieses Dogma ist falsch. Dieses Dogma ist grundlegend falsch. Es gibt diese Nische für die Armen nicht. Die Armen fallen einfach hinten runter. Die werden einfach weggefegt. Das kann man zeigen. Aufgrund das kann man zeigen. Man kann zeigen, dass die grundlegende Überlegung, die dahinter steht, nämlich die Theorie der komparativen Vorteile, so heißt es, also auch, es gibt nicht nur absolute Vorteile, sondern komparative Vorteile. Und die Armen haben die komparativen Vorteile, obwohl sie absolute Nachteile haben. Und die Reichen haben absolute Vorteile und komparative, weiß man nicht. Nachteile, das stimmt aber nicht. Es gibt keine komparativen Vor- und Nachteile, weil niemand bei den Reichen bereit ist, seine absoluten Vorteile aufzugeben. Ne? Mhm. Denn die komparativen Vorteile der Entwicklungsländer sind die immer noch absolute Vorteile der Reichen. Und warum sollten die Reichen irgendwelche absoluten Vorteile aufgeben? Ein Unternehmen in Deutschland müsste verrückt sein. Es kommt gar nicht auf die verrückte Idee, zu sagen, jetzt bauen wir nicht noch eine Fabrik, sondern jetzt haben wir genug, jetzt überlassen wir mal einem Entwicklungsland diese Fabrik oder sollen diese mal bauen und dann bedienen die mal unseren Markt teilweise. So ein Unternehmer gibt es auch auf dieser Welt nicht. Sondern er baut natürlich eine neue Fabrik und erhöht seinen Marktanteil, ist Weltmarktführer und ist dann ganz groß und stark. Ne? Und aber diese verrückte Idee, dass es sogenannte komparative Vorteile gibt, mit der haben wir 200 Jahre lang die Welt und die Entwicklungsländer und die armen Menschen auf dieser Welt verrückt gemacht und ihnen eingeredet, sie haben eine Chance. Nein, sie haben keine Chance.